Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema kostenloser Linux-Desktop in der Cloud, LabX Now. Virtuelle Maschinen sind ja heutzutage kein wirkliches Hexenwerk mehr. Wie wäre es jedoch mit einer virtuellen Maschine, mit Ubuntu zum Beispiel, die ihr im Browser aufrufen könnt, ohne selbst eine VM-Software auf dem Rechner installieren zu müssen? Mit LabX Now. Auf der Seite labxnow.org ist das Ganze möglich. Das Unternehmen bietet bis zu drei virtuelle Maschinen mit bis zu zwei Kern, 4 GB Arbeitsspeicher und 10 GB SSD Massenspeicher an. Zwei der VMs sind mit Ubuntu 14.04 und Red Hat Enterprise Linux 6.5 vorgegeben. Die dritte könnt ihr frei konfigurieren. Zur Auswahl steht zusätzlich ein Image mit CentOS und Oracle. Ihr könnt euch auf der Seite anmelden und danach einfach einloggen. Login und dann geht es auch schon los. Auf der linken Seite findet ihr verschiedene Punkte, zum Beispiel Projekte. Maschinen. Hier ist zum Beispiel Ubuntu 14.04, was ich schon mal ausprobiert habe. Die virtuelle Maschine ist jetzt aus, könnt ihr aber hier auch wieder starten. Red Hat Enterprise Linux 6.5 und dann hier noch eine weitere Maschine. Das steht zur Auswahl. Dann der Cluster Manager. Dann die geteilten Maschinen und unter Tools findet man diese Punkte und hier unten kann man sich auch wieder ausloggen. Also virtuelle Maschine und Ubuntu 14.04 starten. Wenn die Desktop-Umgebung dann schon da ist, einfach hier auf die Desktop-Umgebung draufklicken und schon seid ihr in der virtuellen Maschine. Und hier ist dann alles wie gewohnt. Einfach Ubuntu mit der Desktop-Umgebung XFCE. Mit der virtuellen Maschine könnt ihr nun genauso arbeiten wie mit einem normalen Rechner. Ihr besitzt volle Root-Rechte und es steht euch das komplette Ubuntu-Repository zur Verfügung. Fehlt eine Software, lässt sie sich also bequem über die Paketverwaltung nachinstallieren. Per apt-get install. In der Browser-VM habt ihr sogar Zugang zum Internet. Das virtuelle System befindet sich dabei von seiner IP her in Kanada. Für Serverdienste eignen sich die LabX Now VMs allerdings nicht, da ihr euch hinter einem NAT befindet und keine öffentliche IP habt. Eure VMs dürfen allerdings miteinander kommunizieren. So lassen sich dann zumindest interne Netzwerkdienste austesten. Fehlt eigentlich nur noch ein sinnvoller Use Case. Für Serverdienste eignet sich LabX Now wie angesprochen nicht. Von daher fallen die klassischen Anwendungsfälle weg. LabX Now würde es auch kaum gerne sehen, dass User dort ihre Webseiten hosten und massiv Rechenleistung und Bandbreite ziehen. So eignet sich LabX Now eher für Anwender, die schnell mal ein Linux-System anwerfen möchten. Unten rechts auf dem Desktop gibt es einen Punkt mit verschiedenen Informationen. Wenn ihr die virtuelle Maschine stoppen wollt und euch abmelden wollt, dann einfach mit dem Mauspfeil ganz nach links hier irgendwo auf ein Plus drücken, sodass ihr wieder im Menü seid. Und dann einfach Maschinen stoppen. Und Logout anschließend. Das war User Paul von der Open Screencast. Ciao und viel Glück.